Und damit herzlich willkommen zurück zu Tech It Light. Mein Name ist der C-Tech und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, was war denn da das letzte Mal los? Einige werden es wahrscheinlich gesehen haben, als ich hier unter den Options war. Oh, peaceful. Das geht ja gar nicht. Nein, das schalten wir natürlich schön wieder auf normal. Und ja, zwar war ich letztes Mal, oder habe ich für das letzte Mal, wie ihr wahrscheinlich auf meinem Kanal sehen könnt, ja, ein Video über einen Tech It Light Seed gemacht. Und ja, dafür habe ich ganz kurz, ein Zombie. Komm her, nimm das. Nein. Autsch. Ja, und zwar habe ich dafür, erstmal ganz kurz Apfel, auf Peaceful gestellt. Und, ja, deswegen war da noch Peaceful und ja, tut mir sehr leid. Jetzt haben wir aber natürlich schön wieder auf normal geschaltet und jetzt sollte das alles kein Problem sein. Gut, hier ist unser Höhlenaufgang. Dann gehen wir da mal fix rauf. Und irgendwie hakt meine Maus gerade oder es leckt so tierisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber naja, gut, okay. Werde ich mich dann gleich mal mit befassen. So, was haben wir denn hier Schönes gefunden beim letzten Mal? Ein bisschen Zinn, ein bisschen davon. Das, das und das. Und dann legen wir es einfach erstmal alles so schön auf die Kiste hier drauf. Marble, das kann da noch drauf. Redstone, Kohle. Ups, und da ist es schon voll. Okay. Ich glaube, wir brauchen noch erstmal eine neue Kiste. Gut, Kiste, Holz, Hammer. Und zwar machen wir dann uns ein bisschen aus dem Holz ein paar Holzbretter und aus den Holzbrettern zimmern wir uns dann nochmal schnell eine neue Kiste. Die passt ja auch noch wunderbar daneben. Super, dann können wir den Rest hier auch noch auf die Banken legen. Die Treppen können da auch erstmal drauf. So. Und zwar, was brauchen wir denn als erstes? Machen wir als erstes mal erstmal die Engines, würde ich sagen. Da, Engine. Und zwar erstmal die Sterling Engine. Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen dafür Cobblestone. Okay, haben wir. Glas, Stone Gears und ein Piston. Okay, ein Piston war mit Cobblestone, Wood, Iron und Redstone. Okay, ich denke mal, wir bauen uns davon zwei Stück. Das heißt, auf jeden Fall müssen wir uns zwei Eisenerz einschmelzen. Das heißt, wir machen erstmal 8, damit wir ja keine Kohle verschwenden. Und es leckt echt wirklich sehr merkwürdig. Ich würde fast sagen, ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause, während das Eisen hier schmilzt. Und ja, dann sehen wir uns gleich ganz kurz wieder. Bis gleich. Ja, und es geht auch so weiter. Ich hoffe, ich habe die Lex jetzt gefunden. Jetzt läuft es auf jeden Fall wieder flüssig. Das ist doch schon mal gut. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Ich habe Minecraft einfach mal ganz kurz neu gestartet und ja, jetzt scheint es zu laufen. Wunderbar. Gut, derweil schmilzt sich unser Eisen noch ein. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Redstone. Und zwar können wir jetzt das auch mal ganz kurz anders probieren. Und zwar legen wir das mal alles hier ganz kurz hier rüber. Zwei Redstone, die kommen nach unten. Dann brauchen wir jeweils Cobblestone an den Seiten. Und wir haben gerade noch so viel Holz. Das heißt also, wir sollten also, falls es gleich mal wieder Tag wird, mal nach draußen gehen. So, 1, 2, machen wir noch ganz kurz aufs letzte Eisen. Flupp, da haben wir auch das Eisen. Wir müssen nämlich auch noch Sand holen, wenn ich mich nicht recht im Sinne. Gut, zwei Pistons haben wir schon mal. Was brauchen wir noch? Cobblestone, das Hammer und Stone Gears. Okay, Stone Gears. Können wir auch so weiter craften eigentlich. Als erstes brauchen wir Wooden Gears. Die macht man einfach mit so Stickies. Und dann legt man um die Wooden Gears einfach Stone drum und dann hat man Stone Gears. Das geht noch weiter mit Eisen, mit Gold und auch mit Diamanten. Da kann man sie immer weiter upgraden. Wir brauchen zwei pro, ne? Ah, das macht natürlich Sinn.
Gut, machen wir da zwei von. Und dann haben wir vier. Wunderbar. Es ist gerade Nacht draußen, korrekt? Ja, korrekt. Nacht. Und wir haben noch nicht mal ein Bett. Mann, Mann, wir sind schon in Folge 4, glaube ich, und wir haben noch nicht mal ein Bett. Schlecht. So, also wir brauchen noch Glas, zwei Stück. Und wir brauchen dann noch etwas Cobblestone. Das haben wir noch alles. Cobblestone hier. Wunderbar. Gut. Dann gucken wir einfach mal nach Pipes. Aber für Pipes brauchen wir auch Conductive Pipes. Und zwar brauchen wir dafür auch, glaube ich, Glas. Erstmal Wooden Conductive Pipe. Jo, brauchen wir. Nämlich die hier und das wird aus Holz und Glas gemacht. Ah, okay, das haben wir nicht. Wir haben kein Glas. Nee. Da wollte ich hin. Engine, so. Okay, dann können wir da noch nicht viel mit anfangen. Dann können wir einfach mal ganz kurz die Maschinen anschauen, die es denn hier so gibt, die ich als nächstes bauen möchte. Das ist einmal hier der Powered Furnace. Der Pulverizer und die Sawmill, das sind so die ersten drei Grundmaschinen, die ich bauen will. Wobei den Pulverizer, den möchte ich als erstes bauen. Dafür brauchen wir noch einen Piston. Das ist doch schon mal gut, das können wir schon mal erledigen. Flint dürften wir auch haben. Dann brauchen wir noch zweimal Copper und noch ein Goldingot. Okay. Dann schmelzen wir erstmal achtmal Copper ein. Haben wir ein paar Copper-Ingots. Wir wollen ja nicht hier Kohle verschwenden. So, Kupfer brauchten wir. Wir brauchten auch Gold. Na, davon haben wir aber leider nur vier. Okay, dann probieren wir das mal. So, drei. Dann müssen wir gleich nur schnell tauschen. Dann machen wir uns einfach viermal Kupfer und ja. Dann kriegen wir das auch hin. Haben wir noch eigentlich Wood? Ich überlege gerade. Ich glaube, da sind noch ein paar Baumstämme auf der Bank. Können wir uns gleich schon mal noch einen Piston machen. Für den Pulverizer. Ich hoffe, das reicht. Naja, mal schauen. Werden wir sehen, ob wir vier rauskriegen. Könnte gerade so nicht reichen. Ich lege da mal einfach hier zwei Saplings rein. Die kann man auch verfeuern einfach. Wenn es jetzt nicht reichen sollte. So, was brauchen wir? Holz braucht die, sage ich. Haben wir noch. Nehmen wir. Dann brauchen wir auf jeden Fall. Ach, die Spinne nervt. Auf jeden Fall Cobblestone. Dann machen wir uns jetzt noch erstmal einen Piston. Eisen. Cobblestone an den Seiten. Und wir haben zu wenig Holz. Wunderbar. Gut, dass wir das schon mal vorher geklärt haben. Jetzt aber. Eisen, Redstone, da drüber kommt Holz und an den Seiten Kabel. Wunderbaren Pisten haben wir schon mal wieder. Was brauchen wir noch für den Pulverizer? Den Goldingot mit Redstone, die zwei Copperhammer. Maschinenblock brauchen wir auch nochmal ein Gold und Glas. Okay, das heißt also, wenn es gleich Tag wird, wir müssen Holz farmen und Glas farmen. Oh, hat geklappt. Hat sogar den einen Zeppling noch verbrannt. Naja, gut, okay. Auf einen Zeppling können wir verzichten. Was können wir jetzt noch herstellen? Wir können dieses komische Ding herstellen. Dessen Namen ich vergessen habe. Redstone Receive Coil, genau. Die brauchen wir auf jeden Fall auch. Den Flint und den Maschinenblock können wir noch nicht herstellen. Aber das Kupfer. So. Ich speichere mir mal das Rezept hier in der Truhe, damit ich das auch ja nicht vergesse. Was wir uns bauen wollten. So, das war hier unser Pulverizer. Ne, das war unsere Stirling Engines 2. Das wird unser Pulverizer. Richtig. Und Copper an den Seiten auf jeden Fall noch. So, können wir es auf jeden Fall nicht vergessen. Ich lege schon mal alles Wertvolle hier wieder ab. Ein bisschen Kabel können wir gebrauchen und dann brauchen wir noch eine Axt. Eine Axt. Aus was mache ich die denn? Ist jetzt die Frage. Kristalle haben wir nicht so viele. Dann nehme ich hier mal Quarz.
und baue uns daraus eine Axt. So. Und da dürfte man doch auch eine Axt draus bauen. Das ist doch wunderbar. Und es wird langsam Tag. Das ist super. Dann kann ich mich ja mal an die Oberfläche langsam wagen. Natürlich mit in der Hand. Ah, unser schönes Schwert. So, dann gehen wir gleich hier hoch. Da kommt noch so eine fiese Spinne. Komm her. Ah, stirb. Und noch eine. Aua. So. Kein Creeper hier. Kein Creeper hier. Was ich auf jeden Fall mache ist... Ach, komm her. Du hast es doch verdient. Schön, danke. Ich werde hier mal ein paar Fackeln verteilen. Dass hier nachts bei diesem Spawn auf jeden Fall... Ja, ich weiß, sind ein bisschen viele, aber egal. Es sind ein paar zu viel als zu wenig. Dass uns hier schon mal nichts Unerwartetes in den Rücken läuft. Nachts. Dann können wir auch mal... Warum hat er diesen Baum jetzt nicht abgebaut? Erkennt er den nicht als Baum an oder funktioniert diese Axt nicht als richtige Axt? Ist dann die Frage. Scheinbar funktioniert diese Axt nicht. Okay. Na gut, dann müssen wir da halt komplett mit abbauen. Nützt ja auch nichts. Nun haben wir sonst gecraftet. Mühselig aus Quarz. Dann müssen wir da auch mit zurechtkommen. Zum Glück sind das hier alles relativ kleine Bäume. Da können wir uns das mal leisten, die so abzubauen. Was reingefallen ins Wasser? Nee, okay. So, hier verschwinden die Bäume so langsam. So, dann sammeln wir euch auch noch schnell kurz auf. So, der Baum ist auch abgebaut. Versuche möglichst schnell diese Axt durchzubringen, dass wir uns dann wieder eine normale Axt craften. Weil das mit dem schönen Abbauen der Bäume, das ist natürlich sehr nice und spart uns einiges an Zeit. Denn wer guckt schon gerne Leuten beim Bäumenfällen zu? Gut, was wir noch machen sollten, ist eine kleine Getreidefarm vielleicht irgendwo anlegen, damit wir schon mal uns ein bisschen ja, Nahrung sichern. Das ist auch ein kleinerer Baum, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Oh, wunderbar. Ich hau jetzt mal hier alles ab, weil ich die Ebene hier eh nochmal umgestalten möchte. Wie gesagt, den Strand ein bisschen ausbauen, so. Dann die Flächen hier noch ein bisschen vergrößern und ebnen. Und dann können wir hier dann auch schon anfangen, uns vielleicht ein kleines Strandhäuschen oder so hinsetzen. Vielleicht machen wir hier sozusagen unser Minenhaus. Und vielleicht auf die andere Insel so unser Haupthaus oder so. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht ganz genau. So, ein paar Saplings aufsammeln. Mal gucken, vielleicht haben wir ein paar Äpfel. Oh ja, tatsächlich, wir haben sogar Äpfel. Wahnsinn. Droppen wir jetzt neuerdings auch etwas häufiger. Ich glaube, das wurde irgendwie mal mit einem Patch behoben. Keine Ahnung, ich habe sonst immer nur 1.25 gezockt, also mit Tacket. Ja, in dieser Version gibt es auch keine Kondenser mehr. Für alle diejenigen, nicht die wirklich wissen, was Kondenser sind, die vielleicht kein Tacket vorher gezockt haben. Kondenser waren Geräte, in denen man alle Materialien einschmelzen konnte. Und ja, zu einem anderen Material. Jedes Material hatte einen bestimmten Wert. Zum Beispiel konnte man dann aus einer bestimmten Anzahl von Goldblöcken, ich glaube 4 waren es oder so, einen Diamanten herstellen. Und so war man relativ schnell von Materialien unabhängig, solange man ja jedes Material einmal gefunden hatte. Und man konnte sozusagen alles in alles verzaubern oder umwandeln. Das gibt es hier nicht mehr, beziehungsweise es gibt hier noch so einen kleinen Minion Stone, der kann sowas in etwa. Bloß früher konnte man wirklich alles in alles. Der Minion Stone, der kann bloß ja, ein paar Sachen, sage ich mal, umwandeln. Mal gucken, ob wir den nutzen werden. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht. Mal schauen.
So, jetzt holen wir noch mal ein paar Äpfel. Denn das nutze ich momentan jetzt mal erstmal als Nahrung. Dadurch, dass wir eh nicht so viel springen, brauchen wir da noch nicht allzu viele von. Aber wie gesagt, in naher Zukunft sollten wir uns vielleicht eine kleine Getreidefarm anlegen. Und uns so ein bisschen Brot holen. Ich meine, es kostet ja nicht viel. Ein bisschen, ja, eine kleine Hacke und dann war es das eigentlich schon. Gut, aber wie es weitergeht, das seht ihr dann gleich in der nächsten Folge. Also bis dahin, tschüss.